Einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid schon alle wach. Und wie gesagt, ich bin der Heinz und ich zeige euch heute, wie ich mein veganes Frühstück täglich mache. Ich mache das schon seit vielen Jahren, jeden Tag in der Früh. Mache ich mir mein veganes Frühstück, lese meine Zeitung und dann geht es meistens los mit Arbeit oder Geschäft, wie auch immer. Beginnen tun wir mit der Mandelmilch. Die Mandelmilch ist 100% vegan. Kann man auch eine Kokosmilch nehmen oder eine andere vegane Milch. Und wie gesagt, ich habe das schon im Gefühl, aber ich nehme jetzt hier einen Messbecher. Ich nehme immer so 250 Milliliter von der veganen Milch. Die geben wir jetzt so da rein in den Mixer. Dann das nächste ist das Mystify. Mystify ist für unser Immunsystem wahnsinnig wichtig und gut. Da ist 50%, ein Fruchtsaftkomplex mit 50% der Acai-Beere. Die Acai-Beere wächst im Amazonas, hat eines der höchsten ORAC-Werte. Und davon nehmen wir 30 Milliliter. Diese 30 Milliliter haben einen ORAC-Wert von 7000. Das entspricht in etwa 3,5 Kilogramm Obst. Du müsstest praktisch jeden Tag 3,5 Kilogramm Obst essen, um diesen Vitamingehalt von diesen 30 Milliliter. Die schüttet man auch wieder da rein. Dann das nächste ist das Proagi. Das Proagi hat das beste L-Arginin. In Verbindung mit dem L-Citrullin ist das wirklich ein Power-Getränk. Und dieses L-Arginin ist für unsere Adern und für Herz-Kreislauf ganz wichtig, weil eben dieses L-Arginin in unserem Körper Stickoxide erzeugt und diese Stickoxide machen unsere Adern wieder flexibel und weich. Ich sage immer, das ist der Rohrreiniger. Der Körper selber erzeugt auch Stickoxide, aber diese Stickoxide bauen sich im Laufe der Jahre ab. Desto älter man wird, umso weniger produziert der Körper Stickoxide. Und deswegen ist L-Arginin so wahnsinnig wichtig. Das schütten wir jetzt da rein. So. Dann haben wir das Oberhighlight, das ist das Smart Meal. Ist auch 100% vegan, beinhaltet 15 verschiedene Proteine und hat eigentlich alle Inhaltsstoffe, was der Körper benötigt. Das ist allein das Datenblatt. Ich weiß das nicht alles auswendig, wenn, dann schaue ich halt nach, wer dieses Datenblatt will, was da alles in dem Smart Meal Gutes drin ist, der schickt mir halt eine Nachricht und dann kriegt er dieses Datenblatt. Das ist, Smart Meal ist ein gewichtskontrollierender Mahlzeitersatz. Das heißt, du kannst auch mit diesem Ding abnehmen. Das sind jetzt zwei solche Schöpflöffel, gebe ich da rein. Ich habe da tolle Rezepte auch noch in Verbindung mit dem Smart Meal, wenn du sagst, ja gut, ich lasse jetzt jeden Tag das Mittagessen weg und das Frühstück und mache mir dafür mit Smart Meal irgendwie einen Shake. Dann habe ich ganz tolle Rezepte auf meinem Blog, gesundheitscoach.blog/abnehmen. Und da habe ich noch ganz tolle Rezepte und vor allem leckere Rezepte, wo man sich da einen Shake machen kann und sagen, gut, jetzt mache ich mal eine Abnehmkur. Du hast, wenn du das trinkst, du hast keinen Hunger mehr die nächste Zeit. Du hast auch gar kein Verlangen nach einem Schweinsbraten oder sonst irgendwas, sondern du bist dann einfach fit. Dann schneiden wir uns da eine Banane. Banane ist auch wichtig. Und wie gesagt, Kalium, Jod, Eisen, Magnesium, Zink,
dann die Vitamine A, B, C und E. Und dann schneide ich da. Und dann das Ganze geben wir jetzt da rein. So, dann ein bisschen das aufzeichnen. Dann haben wir eine Kiwi. Ich habe diese Kiwi bereits gewaschen, weil ich nehme diese Kiwi immer mit der Schale. Ich habe sehr früher die auch immer die Schale praktisch weggemacht, weil sind die meistens die Antioxidantien in der Schale drin. Das ist auch für unser Immunsystem unerlässlich. Und wie gesagt, auch Vitamin A, C und K. Da schneide ich praktisch den Kern, den schneide ich da raus. Und dann habe ich da ein scharfes Messer und dann zerkleinere ich das. Aber wie gesagt, Obacht geben, dass wir am Finger nicht wegschneiden. So. Ich liebe diese Frucht. Und wie gesagt, mittlerweile gibt es das ja das ganze Jahr. So, jetzt hoffe ich, ich habe nichts vergessen. Und wie gesagt, wir haben die Banane, wir haben die Kiwi, wir haben die Smart Meal, wir haben Mystify und haben die Mandelmilch. Ich denke, das ist eine richtige Vitaminkanone in der Früh. Jetzt geben wir das mal drauf auf den Mixer. Jetzt bitte nicht erschrecken, das wird jetzt laut. Und ich lasse vielleicht nicht ganz so lang laufen, wie wenn ich alleine bin. Und dass das sich richtig durchmixt, dass das ein richtig ein schöner Brei wird. Wie gesagt, ihr seht, es hat eine schöne Farbe natürlich durch dieses Mystify mit dieser Acai-Beere. Acai-Beere, ich liebe das. Und dann ist der Shake oder das Frühstück besser gesagt fertig. Ich mache das schon seit Jahren wirklich jeden Tag in der Früh und genieße es. Mache mir den Shake, lese mir eine Zeitung und dann kann der Tag positiv beginnen. Wie gesagt, wenn du mehr darüber wissen willst oder das Rezept haben willst, wie auch immer, dann schick mir einfach eine Nachricht und ich schicke dir das. Oder du gehst einfach auf meinen Blog www.gesundheitscoach.blog/abnehmen. Da sind dann auch noch andere Rezepte und kannst schauen, was ich da alles habe. Und natürlich auch, wo man die Synergy-Produkte kriegt, das siehst du dann alles auf meinem Blog, da ist das dann alles verlinkt. Und wie gesagt, wer Lust und Interesse hat, ich bin heute Abend um 19 Uhr nochmal live. Da stelle ich die Firma Synergy vor und auch das Business von Synergy, dass man sagt, gut, ich kann auch mir dabei noch Geld verdienen oder zumindest so viel, dass ich die Produkte umsonst bekomme. Wer Interesse hat, würde ich mich freuen, heute abends um 19 Uhr auf dem gleichen Kanal. Dann erzähle ich euch noch ein bisschen mehr auch über Synergy, ProAgi. Und dann haben wir auch noch das PhytoLife, weil wie gesagt, 90% der Menschen sind heute übersäuert und da ist es auch wichtig, dass ich grüne Nahrung zu mir nehme und dafür ist dann das PhytoLife super. Aber ich denke, das war es jetzt einmal fürs Erste. Ich genieße jetzt meinen Shake, lese meine Zeitung und dann mache ich mich an die Arbeit. Muss ich auch noch Geld verdienen. Wie gesagt, ich sehe, dass einige Leute da sind, das freut mich natürlich riesig.
bin noch nicht so ein alter Hase mit live gehen und so weiter. Aber mittlerweile bin ich nicht mehr ganz so nervös. Und wer mein Bayerisches nicht ganz versteht, der muss halt das dann im Internet nachlesen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis bald, euer Heinz. Servus. Ciao.